wie das so ist, wenn wir erst sprechen, bevor wir anfangen. Ist Aufnahme schon gedrückt, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute von der BMT 2018 hier in Berlin. Glücklicherweise ist die BMT tatsächlich an einem neuen Standort angekommen. Findet jetzt im Gleisdreieck hier in Berlin statt. Alle Leute haben jetzt so ein bisschen, oder der Großteil der Leute hat so ein bisschen gehypt, weil die Location ist ein bisschen urbaner, ist ein bisschen mehr Berlin und hat ein bisschen mehr Flair, das Ganze, als diese großen Messehallen, die früher am Funkturm waren in Berlin. Ja, ich wollte euch jetzt mal so einen kleinen Einblick geben. Wir sind hier schon zwei Runden gedreht und haben jetzt so ein bisschen und so zurechtgefunden, erstmal zu gucken, wo alles ist. Leider Gottes bin ich nicht ganz so begeistert von der BMT momentan in dem aktuellen Zustand. Es ist auf jeden Fall so, dass die BMT immer noch ein totaler Publikumsmagnet ist und wir haben wirklich super, super viele Leute hier. Es ist krass voll und insgesamt macht es auch Spaß. Ich bin auch gerne auf der Messe. Ich habe auch wieder meinen Kameramann Marc dabei. Ihr kennt Marc alle aus dem Video oder aus dem. Ich mache es irgendwo hin. Also danke Marc, dass du mein Kameramann bist. Ganz bewusst haben wir uns bei SWM und bei Beta hier hingestellt, um mal ein paar Worte loszuwerden. Erstens, hier ist es relativ ruhig, hier sind nicht ganz so viele Leute, viele junge Leute. Warum ist das so? Weil natürlich der Sport, den ich so liebe und vielleicht ihr als meine Zuschauer auch so liebt, nämlich das Enduro, das Motocross, das Supermoto, im Speziellen das Supermoto, das spreche ich ganz bewusst an, das hat halt hier keine Lobby oder nur eine sehr geringe Lobby. Was dazu führt, dass natürlich die Aussteller, die sowas darstellen können, nämlich KTM, Yamaha, Husqvarna oder wie in dem Fall Beta und SWM, einfach nicht unbedingt vertreten sind. Und selbst wenn sie vertreten sind, so wie Tiers, dann nur mit einem sehr kleinen Segment. Und dieses kleine Segment wird halt auch nicht besonders gut angenommen. Wenn ihr euch mal umguckt, hier stehen irgendwie jetzt gerade 2, 4, 6, 8 Leute rum. Da vorne bei Harley Davidson, da stehen 200 Leute rum. So, das ist halt wirklich, die Sparte ist halt relativ klein. Wir haben halt viele so ältere Biker, die hier so ihren Spaß haben. Wir sind jetzt gleich bei KTM und bei KTM hat leider keine Punkte gemacht bei mir. Aber mehr dazu machen wir gleich und zwar dort vor Ort. Freunde, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir sind hier bei KTM gerade. Wir haben gerade ein sehr angenehmes Gespräch geführt mit einem Mitarbeiter von KTM Fürstenwalde. Ganz bewusst habe ich den Herrn da angesprochen, bevor ich dieses Video gemacht habe, denn ich wollte ganz unbedingt klären, warum der neue 790er Motor, der in der neuen KTM Duke 97 drin ist, einfach mal eine Kupplung mit einem Bautenzug hat. Das ist für mich als alter KTM-Liebhaber ein totales No-Go. Ich sehe dieses Motorrad und ich freue mich darauf, dass ich dieses Ding endlich mal zu sehen bekomme und dass ich da drauf sitze. Und dann das erste, was ich sehe, ich laufe um das Motorrad rum, ist dieser Hebel. Ich blende das mal ein, dass ihr seht, was ich meine. Dieser Hebel, so wie er da angebaut ist, diese ganze Armatur, der Hebel, so wie er aussieht, die Qualitätsanmutung, die diese Stück Technik dort einfach hat, wenn ich da drauf sitze und wie sich der Hebel anfühlt, ist halt einfach nicht das, was ich persönlich für KTM so, ich habe dieses Bild habe ich nicht von dieser Marke. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich setze mich auf eine 690 Duke, die normale, nicht mal die R-Version, eine ganz normale 690 Duke, das Billigmodell, das Einsteigermodell der Naked Bikes mit einem Einzylinder. Sprechen wir von, was kostet so ein Ding, 7000 Euro ungefähr. Und daneben steht aber eine 790 Duke, dieses neue geile Modell, das, worauf alle gewartet haben, was da den, wie soll ich denn sagen, den fetten Umbruch bringen soll und der Zweizylinder, wir sprechen von 105 PS auf 170 Kilo aus einem Zweizylinder, ein kleines Bike mit einem breiten Lenker, so, das verspricht eine Menge Spaß, dieses Motorrad, aber Qualitätsanmutung auf den ersten Blick, ich bin jetzt ein bisschen rumgelaufen, habe mir die Schwinge angeguckt, habe mir die Armaturen angeguckt, auch so die Fußrastenanlage, ist alles nicht ganz so, nicht KTM. Was ich damit sagen will, ist irgendwie, jemand hat mal zu mir gesagt, die besten Motorräder der Welt kommen aus Österreich.
Jeg mit. Ich liebe KTM, aber bei der 97 habe ich meine Zweifel. Jetzt hat aber dieser gute Mann, mit dem ich mich gerade unterhalten habe, sehr angenehmer Typ von KTM Fürstenwalde, zu mir gesagt, dass wir einen Termin machen für eine Probefahrt KTM Duke 97. Da werde ich auf jeden Fall dranbleiben, dass ich auch ein Video für euch dazu machen kann, ob sich dieser Eindruck, den ich da habe, ob sich der irgendwie tatsächlich verwirklicht hat oder ob es nicht doch viel besser ist, als ich jetzt vielleicht denke. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass das ein totales No-Go ist für eine Firma wie KTM. Also meine 2012er 500er EXC hat eine Hydraulikkupplung aus einem guten Grund. Das ist wartungsarm, ich brauche keine Bautenzüge und es fühlt sich einfach besser an. So die grundsätzliche Technik von einer Hydraulikkupplung, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Jetzt muss man aber dazu sagen, und das hat er mir auch gesagt, wir sprechen von einer 100 PS Duke, von einem Motorrad, was sehr, sehr gut funktionieren soll, erstmal auf den ersten Blick. Und da glaube ich so, ja. Meinte er, für 10.000 Euro. Ist eine Menge Geld. Ich würde es nicht bezahlen wollen, aber 10.000 Euro in der Kategorie Motorrad ist tatsächlich nicht allzu teuer. Und das mit der Bautenzugkupplung ist tatsächlich ein reines Preisfindungsargument. Da geht es wirklich darum, dass das einfach billiger ist in der Produktion als eine Hydraulikkupplung. Ja, sonst bin ich mit dem Stand von KTM sehr zufrieden. Der junge Mann hat uns auch erzählt, dass das keine reine KTM-GST-Veranstaltung ist, sondern dass die drei KTM-Händler hier in der Umgebung, nämlich KTM Fürstenwalde, KTM Oranienburg und GST mitten in Berlin, das als Gemeinschaftsprojekt hier betreuen. Ja, was ich mir unbedingt noch angucken möchte, ist Yamaha da hinten. Da stehen ein paar coole Sachen und da gehen wir jetzt hin. Was zum Teufel ist das? Was ist das? Alter, es sieht aus, als würde die Erde versuchen zu invasieren. So, meine lieben Freunde, das war die BMT 2018 für mich. Ich wollte mal so ein kurzes Fazit abgeben noch, wie ich das hier heute so empfunden habe und was ich so gesehen habe und im Vergleich zur BMT 2017, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, mal sagen, was hier heute so los war. Und zwar muss ich erstmal sagen, dass ich mal abgesehen von der Optik dieser Location nicht ganz so überzeugt bin von der BMT dieses Jahr. Wir hatten, falls ihr euch erinnert, das letzte Jahr das Video, eine fette Stuntshow, wir hatten Supermotos, wir hatten Pocket-Bike-Rennen und so ein Quatsch. Hier hat draußen alles mögliche stattgefunden. War halt irgendwie cool, war ein Spektakel, man konnte mal ein bisschen an die frische Luft gehen, draußen eine Bratwurst essen und sich da irgendwie an diesen geilen Bikes irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen ergötzen. Das war jetzt hier heute alles nicht so richtig der Fall. 14 Euro Eintritt, ohne dass man irgendwie eine großartige Show geliefert bekommt. Nur für Aussteller, große Marken, die, sag ich mal, eh schon ihr Geld damit machen, dass wir unsere Kohle bei denen lassen. Denn auch noch dafür irgendwie 14 Euro Eintritt zu verlangen, ist schon krass. Dafür, dass so, wie soll ich denn sagen, Stunt- oder Show-technisch nicht so richtig viel geboten wird. Wir haben, natürlich verändert sich so viel nicht in dem Motorradmarkt. Wir sind gerade bei Yamaha. Auch bei Yamaha hat sich MT-03, MT-07, MT-09 und MT-10, das sind halt die Motorräder, die wir kennen noch, an denen hat sich nicht so viel verändert. Die stehen halt hier, das sind tolle Motorräder, das sind doch Sachen, die euch interessieren, denke ich. Leider habe ich mich damit in der Vergangenheit noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber da werde ich mich in Zukunft, denke ich mal, auch noch ein bisschen verbessern, dass ich euch da weiterhelfen kann und was sagen kann zu den Modellen, die 2018 hier irgendwie präsentiert werden. Als positives Feedback nehme ich für mich mit, dass ich bei Beta bzw. bei SWM mit einem sehr angenehmen Typen gesprochen habe, der bei dem ersten SWM-Händler hier in Berlin ansässig ist, der da mit dem Chef auch per Du ist. Der hat mir eine Visitenkarte gegeben, das ist ein Kawasaki-Händler ursprünglich. Da kann ich mal sehr wahrscheinlich, und das ist ein großes Highlight dieses Jahr, die SWM 500 Supermoto, dieses Wettbewerbsmodell, probefahren, was diese offene Leistungseintragung so ja hat, serienmäßig und so, also das ist ein großes Highlight, darauf freue ich mich ganz besonders. Ansonsten auch bei KTM ein cooles Gespräch geführt, die können halt, konnten mir jetzt anbieten, dass wir da mal einen Termin machen, um die 790, die Duke-Probe zu fahren.
Hike mega Bock drauf, wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ich werde euch natürlich da immer irgendwie dran teilhaben, so gut wie ich kann. Und ich hoffe, dass euch das interessiert. Wenn ihr mehr so eine Sachen sehen wollt, wie das jetzt hier, dass ich mal durch die Gegend laufe, mich mit Leuten unterhalte, euch vielleicht irgendwelche Infos geben kann, die ihr vielleicht noch nicht habt, dann schreibt mir die Fragen noch einfach mal in die Kommentare und dann werden wir sehen, ob ich da irgendwie in Zukunft irgendwas machen kann. Auch für den Termin bei KTM, auch für den Termin bei SWM. Wenn ihr da Fragen habt, haut es mir in die Kommentare. Ich schreibe mir alles auf und was ich beantworten kann, das versuche ich zu beantworten. Aber das sollte auch schon gewesen sein zu meinem Feedback von der BMT 2018 hier in Berlin. Der Samstag war eigentlich sonst ein relativ erfolgreicher Tag, hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Viel Spaß beim nächsten Video.